Gut, eine Zuglänge soll das schon sein, ne? Eins. Ja, ein bisschen länger können wir das schon machen. Eins, zwei, drei, vier. Ich mach's einfach jetzt so hier. Ist vielleicht auch nicht die schönste. Roll-in, roll-out Schütze, aber irgendwie baue ich das immer so, auch wenn das jetzt natürlich dann einen ziemlich weiten Bogen ergibt, leider. Ja, eigentlich gar nicht, wenn ich das jetzt hier schon so baue. Wenn ich es denn mal richtig hinkriege. Das ist hier, nee, warte mal, das geht nicht. Das ist hier zu steil, die Kurve. Dann machen wir einfach hier die Lücke so. Dann ist halt hier ein Stück Lücke. Da habe ich trotzdem mal dieses kurze Stück. Orientieren uns jetzt mal an dem. Ah, genau, so sieht das schon gleich viel besser aus. Hier immer noch ein Puffer für die Züge. Das machen wir einfach platt hier, den Bereich. Planierungskaiser hat sein Go gegeben dazu. Achso, Moment. Ich mach einfach jetzt so hier. Zack. So, jetzt zwingen wir die mal dort oben lang. Die Signale können natürlich weg. Beziehungsweise drehen wir einfach andersrum. Zumindest mal ein gerades Gleis frei, dass die denn hier aufmucken, wegen ja bla, findet das Ziel nicht.
So. Dann würde ich es einfach machen. Gucken, wann der erste Zug kommt oder rein will. Dann dürfte es hier auf jeden Fall auch erstmal keinen weiteren Stau mehr geben an der Stelle. Hätte ich gesagt. Oh, sorry. Ich will mal auf die YouTube-Startseite zurück und nicht auf meinen Kanal, Mensch, du komisches Ding. Ja, nee, gut, alles gut. Achso, das kann er hier auch weg, hier unten. So. Okay, kommt schon der erste Zug an. Genau, hier wäre ein Zugpuffer hier und dann, ja, dann müsste es eigentlich funktionieren. So, was bringt er denn? Fahrzeuge. Mal gucken, nicht, dass der Stau sich jetzt woanders abgesetzt hat. Na gut, hier unten. Die Stelle hier, das ist einfach bloß das Problem, dass hier kein, nicht so viel immer ankommt. So, jetzt gehen die Schiffe wieder ab hier. Gut. So soll es sein. So, was macht Kriens? Finde es auch noch blöd, aber ein Hochhaus konnten sie mittlerweile bauen. Lassen die mich jetzt hier das Ding bauen? Nee. Ich könnte eine Bestechungsaktion machen. Habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Na gut, dann gucken wir mal, wie wir dann hier unten weitermachen. Bahnstrecke von Muttenz über Wetzikon und Spiez nach Binningen. Wobei die hier tendenziell, hier könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht bloß einen großen Bahnhof bekommen, der dann so in der Mitte liegt. Müsste jetzt auch nicht, wie man hier... das jetzt hier machen will. Wäre eine Frage, ob das vielleicht das wäre für diesen Korea-Bahnhof hier. Der ja riesige Möglichkeiten gibt zum Bauen. Also es gibt irgendwelche Stairs, die dann irgendwo hinführen. Und dann gab es doch hier irgendwo... Wo war denn das? Hier gab, ach ja, das hier war das hier, genau. Ach, das ist irgendwie so ein Glitch, dass es so aussieht, als wäre das, das muss man wieder so anpassen. Wäre ja schon geil, wäre sowas, ne? Aber du musst halt, wie gesagt, das irgendwo einarbeiten. Und da ist dann halt die Frage nach dem Wie. Beziehungsweise machst du wahrscheinlich, macht man ja wahrscheinlich eh. Das ist ja auch cool hier. Bahnsteiglänge 6.
Das sieht ein bisschen nach nichts aus. Achso, das ist. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden hier? Man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall wild aus. So, was ist das hier? Das wäre ja geil. Ach so, das eine hat ja diese Tore. Das ist ja wirklich coole Stationsgebäude. Aber wie funktioniert denn das? Moment, baut man das dann irgendwie hier so ein oder wie? Oder wie muss ich mir das vorstellen? So hier? Nee, das passt farblich gar nicht.